ganz ehrlich, Ludwig, ich verstehe beim Neo-Magazin Royal die künstlerische Intention nicht. Soll das lustig sein mit der Uhr? Du, beim Kerner verstehe ich die künstlerische Intention auch nicht. Einfach laufen lassen, die Scheiße. Ich mache nur noch Dienst nach Vorschrift. Also mich regt hier schon lange nichts mehr auf. Und die Uhrzeit, die stimmt auch nicht. Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Folge 32. Ich hab Adventskalender. Mein Name ist William Kohn. Heute zu Gast Dunja Hayali und Hund Emma. Musik, Dendemann und die Freie Radikale. Ja, wir sind Neo, Neo, frei und radikal. Ja, wir sind Neo, Neo, frei und radikal. Und das hier ist Jan Böhmermann. Wir sind das Neo. Dezember 1979 in Ihrem ZDF, im ZDF Neo. Schön, dass Sie da sind. Unser Gast heute, der Star aus dem ZDF Morgenmagazin, Dunja Hayali ist hier. Aber halt, zügeln Sie Ihre Begeisterung, denn mit Dunja Hayali ist hier Emma Hayali, Ihr Hund, hier. Nur in Ihrem ZDF, das zweite deutsche Fernsehen, der erste öffentlich-rechtliche Sender seit 50 Jahren, der es in dieser Woche wahrscheinlich geschafft hat, in die Top 10 der deutschen Singlecharts zu gehen. Wir sind Teil der Programminitiative. Das ZDF muss auf Programmplatz 1 auf der Fernbedienung. Hashtag der Woche entsprechend, die 1 aus Mainz. Die 1 aus Mainz. Hashtag der Woche, wenn Sie über diese Sendung twittern wollen. Die 1 aus Mainz, meine Güte. Oh ja, was war bei Ihnen los in der Woche? Bei mir war es relativ entspannt. Haben Sie eigentlich Jürgen Habermas und der Bundespräsident schon zu Ich hab Polizei geäußert? Weiß das irgendwie? Nein, aber du hast Mannheim-Verbot. Ich hab Mannheim-Verbot? Von wem habe ich denn Mannheim-Verbot? Keine Ahnung. Wahrscheinlich die Hurensöhne Mannheims. Mannheim-Verbot? Ja, ist doch so. Ich hab ein Mannheim-Verbot. Ich müsste mal Xavier Naidoo fragen, ob das Verbot jetzt nur für Mannheim gilt oder auch fürs restliche Deutsche Reich. Aber ganz im Ernst, Mannheim-Verbot, William, das ist ein bisschen so, als würde Cindy aus Marzahn einem sagen, dass man nicht mit ihr schlafen darf, oder? Es ist wirklich, ich meine, es ist wirklich hart, es ist wirklich bitter für Mannheim. Mannheim-Verbot ist, weil in Mannheim hat man wirklich tolle, also man kann tolle Sachen in Mannheim machen. Zum Beispiel mit dem, im ICE. Durchfahren. And that's pretty much it, eigentlich. Mannheim, ja, Mannheim-Verbot, ehrlich gesagt, kratzt niemanden. Ne? Wer hätte das gedacht, oder? Ich! Captain Obvious! Und hätten Sie gewusst, dass am Sonntag Nikolaus ist? Nein! Hätte ich nicht gewusst? Hätte ich gar nicht gewusst, am Sonntag ist Nikolaus? Hätte ich gar nicht. Am Sonntag ist Nikolaus und zweiter Advent. What the fuck? Feiertags-Overkill. Zwei Feiertage an einem Tag. Das gibt's. Viele Ostdeutsche sind ganz verwirrt. Soll ich jetzt am Sonntag was anzünden oder jemand mit der Rute verprügeln?
Der Nikolaus steckt Schokolade in den Stiefel und anzünden tut man am zweiten Advent nur die zweite Kerze. Danke, Captain Obvious. Meine Damen und Herren, es gibt ausnahmsweise mal schlechte Nachrichten zum Thema syrische Flüchtlinge. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Ist wirklich passiert. Schweden hat bei der Registrierung der Flüchtlinge ein paar Fehler gemacht und aus Versehen 14.000 Flüchtlinge verloren. Schweden hat 14.000 Flüchtlinge verloren. Damit dürfte jetzt wohl endlich geklärt sein, woraus Köttbullar gemacht sind. Ich weiß, es heißt Köttbullar. Ich habe aber Köttbullar gesagt, damit die Gags auch bei den Leuten ankommen, die erst seit dieser Woche mit dabei sind. Ich hab Polizei. Schweden hat 14.000 Flüchtlinge verloren. Damit hat Schweden offiziell mehr Flüchtlinge verloren, als Polen jemals aufgenommen hat. Aber auch gute Nachrichten gibt es für die Flüchtlinge, die aus Syrien jetzt gerade zur Weihnachtszeit bei uns Hilfe suchen. Carsten Maschmeyer und seine Ehefrau Veronika Ferres haben syrische Flüchtlinge aufgenommen. Flüchtlinge, die traumatisiert aus dem Kriegsgebiet nach Deutschland kommen, wurden aufgenommen von Veronika Ferres und Carsten Maschmeyer. Vom Regen in die Traufe, würde ich sagen. Aber als hätten diese armen Menschen nicht schon genug durchgemacht. Dürfen jetzt im Tresorraum von Carsten Maschmeyer wohnen, hat schön einen Tresor leer gemacht. Natürlich nur vorübergehend. Für die Zukunft hat Carsten Maschmeyer den Flüchtlingen topgelegene Immobilien in Ostdeutschland verkauft. Mit ganz günstigen Zinsen einfach mal zuschlagen. Warum nicht einfach ein bisschen nicht vorhandenes Geld in Immobilien in Ostdeutschland investieren? Und meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie das interessiert. Ich vermute eher nicht. Noch bis Mitte Dezember findet der Klimagipfel in Paris statt. Ist auch ein bisschen ruhig geworden um dieses Thema. Klimagipfel in Paris. Hätten Sie das gewusst, meine Damen und Herren? Nein, das wusste ich nicht. Der Klimagipfel ist zwar eine wichtige Veranstaltung, aber es interessiert keine Sau. Danke. Ja, ist ein Riesenproblem. Klima ist ein wichtiges Thema, aber niemand interessiert. Um mehr Aufmerksamkeit für den Klimagipfel zu bekommen, sollen jetzt auf Initiative der UN Mohammed-Karikaturen in der ganzen Stadt aufgehängt werden. In einem sind sich die Teilnehmer der Konferenz aber jetzt schon sicher: Wenn wir die Ziele der CO2-Reduktion weltweit erreichen wollen, dann brauchen wir unbedingt ganz schnell diese Software von VW. Hey Dende, Sonntag ist Nikolaus. Ja. Wie feierst du? Wie immer, privat, mit ihm selbst. Dendemann und die Freie Radikale. Advent, Advent, Adventure-Zeit. Das Menschen der Menschlichkeit. Ach, hör doch auf. Sobald die erste Kerze glimmt, komm ich schon in Stimmung, also let the Vers beginnen. Ja, diesen Sonntag kommt der Sankt zu dem Nikolaus, vielleicht sogar mit Schnee, Gott sei Dank, sieht so aus. Reist von Ort zu Ort, nur fürs Dabeisein und ist der fleißige Dog vom Schornstein bis zur Skyline. Sieht nach dem End zu dem Ika, zu dem Iso aus. Tür dich, sicher, klar, unser Nikolaus. Er hat Fame, unbestritten, sicher, yeah. Auch wenn sich der geile Schlitten nicht rentiert, ja. Heute ist alles cool, ich meine, ich rap ja drüber. Doch ich hatte riesen Schiss als kleine Steppke früher. Ich mein Respekt vor nem Heiligen, allein von Style wegen muss ich ne Info beilegen, denn der Bischof aus Myra im 4. Jahrhundert, der hatte einen Sidekick, der verwirrt und verwundert, ja, ein Stiefellecker, so ein Routenplaner, macht auf Hagen Gangster und tut und nahmer, der Knecht Ruprecht hatte nie ein cooles Karma, nur ein weiteres Trauma aus den guten Jahren, ja, also fraß ich ein paar Stutenkerle und sang stille Nacht, nicht gut, nur gut und gerne, genau wie heute, meist ein wenig schief, verlassen von allen guten Geistern, die ich rief, ja. Zum Nikolaus wünsch ich mir alles, was ich krieg. Es muss kein Bacon sein, doch ich will bestimmt kein Beef. Dendemann und die Freie Radikale, Hashtag der Woche, die 1 aus Mainz. Das ZDF muss auf ihrer Fernbedienung auf Programmplatz 1. Und ZDF Neo auch. Das Neo-Magazin Royal, herzlich willkommen an diesem wunderschönen Donnerstag oder Freitag, wann auch immer Sie uns sehen. Und es war, ich sag das ganz ehrlich, eine turbulente Woche für uns, die letzte Woche. Ich musste mir, ja, viele Vorwürfe gefallen lassen. Viele Leute haben meine Kunst interpretiert, auseinandergenommen. Und es gibt einen Mitarbeiter bei uns im Team, eigentlich der Einzige, der journalistisch so fachkundig ist, um diese ganze Thematik mal aufzuarbeiten. Den bitte ich jetzt, einfach so ein bisschen um Wunden zu lecken und so ein bisschen auch den Binnenpluralismus, den wir hier im Neo-Magazin Royal groß schreiben, nach außen zu kehren. Auf die Bühne, Florentin Will. Florentin, was auch immer.
Florentin Will. Es ist letzte Woche viel passiert. Ich habe hier, ich sag mal so, Leute ins Satire-Game reingelassen, die normalerweise besser in ihrem Game geblieben sind, wären. Und es gab einige Kritik. Wie ist die Stimmung da draußen? Du hast recherchiert. Die Stimmung ist sehr schlecht. Das freut mich, dass Sie hier noch Ihren Spaß haben können in dieser Sendung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist in dieser Sendung das Lachen vergangen. Warum? Was in dieser Woche vorgefallen ist, darf so nicht weitergehen. Was Sie hier jede Woche an Ihren kleinen Witzchen hier raushauen, die für mich nichts anderes sind als billig verpackter Rassismus, Sexismus, überhebliche Arroganz, das kann so nicht weitergehen. Ich habe mich jetzt zusammengetan, Markus Steiger steht hinter mir, ich habe mit ihm eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Und ich habe diese Woche mal etwas recherchiert, was hier so hinter dem... Ganz, also das heißt, Sie werfen mir jetzt nach Ihrer Recherche vor, Alltagsrassismus, Sexismus... Absolut. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Was ist denn das schlimmste Ding, was Sie jetzt... Also Sie meinen, dass die Dinge, die ich jetzt hier so locker aus dem Ärmel schüttel, dass die Leute daheim traumatisieren, dass da Leute Schaden nehmen? Ja, Herr Böhmermann, das ist Ihnen doch völlig bewusst, dass Sie hier von oben herab die Schwachen unterdrücken, jede Woche. Ein Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel, wo was passiert ist. Herr Böhmermann, ich glaube, Sie wissen ganz genau, wovon ich rede. Nee, ich habe absolut keine Ahnung. Sie wissen, worum es geht? Nein, ich weiß, wen sollen wir denn hier ernsthaft verletzt haben? Es geht um Alpakas. Um Alpakas? Ganz recht. Alpakas? Ja, hatten wir jemals Alpakas in der Sendung? Ja. Das Neo-Magazin Royal. Auf den ersten Blick eine kleine, vergnügliche Spartensendung, die über alles und jeden ihre Witzchen macht. Doch ist die Loser-Sendung mit dem blassen, dünnen Jungen wirklich so harmlos, wie sie sich gibt? Oder ist Jan Böhmermann, wie es ihm seine Kritiker vorwerfen, eine arme Wurst, der die Schwachen unterdrückt und sich dabei in seiner bildungsbürgerlichen Arroganz nur so suhlt? Ich, Florentin W., begebe mich auf die Suche nach Antworten. Erste Hinweise finde ich in einer Neo-Magazin-Sendung aus dem Februar 2015. Ich befinde mich gerade auf dem Weg nach Gummelsbach zu der Alpaka-Farm von Katrin Gäbel. Denn zwei von ihren Alpakas waren am 19. Februar in der Neo-Magazin Royal-Sendung zu sehen. Das ist das Selfie deines Lebens! Sehe ich das richtig? Lordi und zwei echte Einhörner. Für die lustige Aktion, die in der Sendung nur wenige Sekunden dauert, wurde das Fell der Alpakas mit bunter Farbe angemalt. Inzwischen haben mich Informationen erreicht, dass sie daraufhin von ihrer Herde verstoßen wurden und seitdem im Abseits stehen. Wir treffen Frau Gäbel zum Gespräch. Die Empörungen über die Ereignisse sind ihr noch klar anzusehen. Sie waren ja bei allen gemeinsamen Aktivitäten immer mittendrin. Und jetzt durften sie nicht mal mehr mit der Herde zusammen essen. Keiner wollte mehr mit ihnen spielen. Wie haben die beiden das selber aufgenommen? Schlecht, sehr schlecht. Vor allem Bingo hat sehr hart getroffen. Bingo ist der Jüngere der beiden. Bisher soll er noch mit niemandem über den Vorfall gesprochen haben. Ich habe das Gespräch mit ihm gesucht. Herr Bingo, könnten Sie vielleicht uns noch mal kurz erzählen, wie Sie diesen Fernsehauftritt erlebt haben? Doch er schweigt weiterhin. Auch bei Bongo sitzt der Schock tief. Er möchte nicht erkannt werden. Aber was er uns dann über den unmenschlichen, grausamen Umgang seiner ehemaligen Herdenfreundin mit ihm und Bingo berichtet, lässt uns den Atem gefrieren. Zurück in der Redaktion versuche ich herauszufinden, was dran ist an den schweren Vorwürfen von Bongo. Ich finde interessante Informationen bei meiner Recherche. Das Alpaka ist eine domestizierte Kamelform, die sich durch ihren langen, dünnen Hals, ihr flauschiges Fell und einen erbarmungslosen Rassismus auszeichnet. Rassismus. Ob das die Redaktion gewusst hat? Oder ist vielleicht Jan Böhmermann selbst Rassist und hat die Alpakas ganz bewusst diskriminieren lassen, um seine konservativen Fantasien ausleben zu können? Herr Böhmermann, ist Ihnen bewusst, dass wegen Ihrer Sendung zwei Alpakas verstoßen wurden und jetzt vereinsamen? Ja. Ihnen wird standesgemäße Überheblichkeit vorgeworfen. Ja. Herr Böhmermann, uns liegen Informationen vor, dass Sie in vollem Bewusstsein die Tiere missbrauchen. Wir haben eine Sackgasse erreicht. Doch eine Frage bleibt. War es das alles wert? Wir haben uns dazu entschieden, Annemarie zu kontaktieren. Sie war es, die damals das Selfie gemacht hat. Also an Alpakas kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber Lordi waren da, die waren super. Hast du das Bild denn noch? Klar, das habe ich mir eingerahmt und aufgehängt. Ich habe sogar noch ein Autogramm von Lordi bekommen. Warte, ich schick's euch eben mal rüber. So endet also die wahre Geschichte von Bingo und Bongo. Begraben unter einem Autogramm von Lordi und einem Bilderrahmen. Hier ist unsere Reise also zu Ende. Für 2 Sekunden Ruhm wurde den Alpakas alles genommen. Wir haben einen Blick geworfen auf die Müllhalde der Unterhaltungsindustrie. Das Lachen der Masse wird mit den Tränen der Schwachen erkauft. Wir versuchen den Opfern eine Stimme zu geben. Neo Magazin Royal. Verbrannte Erde. Das war ein super ironischer Gag-Beitrag. Vielen Dank, Florentin.
hast du die Ereignisse der letzten Tage ein bisschen aufgearbeitet? Das war, ich habe wirklich sehr gelacht. Ein lustiger. Ich weiß eigentlich nicht, was es da zu lachen gibt. Das sind ernste Vorwürfe, die ich gegen Sie erhebe, Jan Böhmann. Ja, vielleicht gehst du einfach mal nach hinten und wäsche mal ein bisschen den Mund mit Seife aus, mein Lieber, ja? Verzieh dich, komm, verpatz dich. Hau ab, du! Hey, hey, hey! Zisch ab. Meine Damen und Herren, im Fernsehgeschäft ist es wichtig, sympathisch rüberzukommen. Ganz kurz. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Heute Morgen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in der FAZ, wahnsinnig toll, eine super, einfach weil es unsere Sendung so ein kleines bisschen mitbetrifft, gab es eine super tolle Anzeige, die so ein bisschen zu unserer Sendung passt. Ich möchte sie Ihnen nicht... Ganz kurz, der Hund von Dunja Hayali läuft hier schon rüber. Was ist... So ein feiner. Komm her, Kleiner. Warum ist denn der Hund von Dunja Hayali jetzt schon im Studio? Ja, wer ist denn ganz ein Lieber? Ist denn ganz ein Lieber der Hund von... Checkt er jetzt hin, ob er auf Sprengstoff verlegt ist oder was ist? Sonst setz dich doch hier vorne auf die Bank auf. Komm mal her, Emma. Emma, ja, komm mal her. Ja, komm mal hierher. Komm mal hierher, setz dich schon mal hier hin. Einmal hier drauf. Brav. Mach mal Sitz. Sitz. Super. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich nicht vom Hund irritieren. Ich möchte ganz kurz zeigen, was heute Morgen in der Zeitung war. Eine tolle Anzeige. Hier, schauen Sie mal. Ich finde es schön, Günther Jauch hatte seine letzte Sendung, dass Menschen Solidarität bekunden mit dem größten Fernsehmoderator aller Zeiten. Es gibt auch eine Liste von Unterstützern. Finde ich super. Alles Gute für den weiteren beruflichen Weg. Und wir müssen ganz kurz noch mal eben, können wir den Hund bitte mal kurz einschläfern hier vorne? Weil wir müssen eben, also jetzt eher so, keine Sorge, also... Es gibt nur eine Sache, die man im Fernsehen weniger machen darf, als sich lustig machen über Hip-Hop. Lustig machen über Tickfehlerei ist ganz... William, geh mal nach hinten und zeig, wo der Frosch die Locken hat. Meine Damen und Herren, wir müssen ganz kurz ein kleines bisschen ernster werden. Der Konflikt in Syrien scheint immer näher zu rücken, ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ich hoffe, Sie können das verkraften, intellektuell. Der Konflikt rückt immer näher, nicht nur mit den Flüchtlingen, die nach Europa kommen. Letzte Woche hat das NATO-Land Türkei einen russischen Kampfjet an der türkisch-syrischen Grenze abgeschossen. Die türkischen Streitkräfte sagten gleich danach, sie hätten nicht gewusst, dass es ein russischer Flieger gewesen sei. Und die Piloten hätten auch gewarnt worden, 10-mal, bevor sie geschossen hätten. Putin war natürlich not amused, wie man auf Russisch sagt, und hat sich gleich mit einem Tiger und nacktem Oberkörper fotografieren lassen, um den Türken Angst zu machen. Nee, hat er nicht, aber es ist natürlich ein Dolchstoß für Russland, sagt Wladimir Putin. Zu diesem Thema haben wir einen Russland-Experten heute hier ins Neo-Magazin Royal eingeladen, einen ehemaligen ARD-Unterhaltungsstar, mittlerweile renommierter Russland-Kenner. Über den Programmaustausch vom ersten deutschen Fernsehen jetzt heute hier Igor Zigenowitsch Wuslow, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Zini, das Wuslon von Werner und Zini aus der Sendung Spaß am Dienstag in der ARD. Ich begrüße Sie, Herr Zini. Das wäre Dani, du zwangsgebührenfinanzierter Transgender-Fürst. Wie bitte, Zini? Hast du noch Intendanten-Ejakulat im Ohr, du Trutan? Ich sag dir eins vorweg. Zini ist 100% Team Hafti. Pass auf, was du machst, du Keck. Sonst kriegst du einen Stich. Ich krieg einen Stich? Genau, du Keck. Die Community ist auf 180. Steiger und Falk müssen wegen dir ihre Doktorarbeit neu schreiben. Raus mit dir aus der Rap-Szene, du Hundesohn. Ernst gemeinter Rat. Sonst knackt Weihnachten der Nussknacker deinen Mongo-Kopf. Zini, ganz kurz, ich möchte heute eigentlich mit Ihnen über die aktuelle brandgefährliche Situation zwischen Ankara und... Ja, mach mal deinen Blowjob-Hole zu, du Klabusterbär. So wie ich das sehe, haben Erdogan und Putin jeweils 2 Tankwagen Testosteron in den Eiern. Und beide hassen Opposition, Pressefreiheit und Schwule. 2 richtig geile Typen also. Warum sollten die sich streiten, du Gymnasiasten Mario Barth? Zini, Russland hat vor ein paar Tagen Sanktionen gegen die Türkei verhängt. Bla bla bla, Sanktionen. Willst du mich verarschen, du Lügenpresse, Prügelfresse? Meinst du, weil du in deiner Spießersendung einmal das Wort Politik gehustet hast, kennst du dich jetzt aus oder was? Na, es gibt ja keinen Grund, jetzt ausfallen zu werden. Ganz im Ernst, kommen Sie mal zum Punkt, bitte. Meine Meinung willst du wissen? Ja, bitte. Putin und Erdogan gehören mal zu einer gediegenen Popo-Polonaise eingeladen. Platt machen. Beide Länder. Beide Länder platt machen? Ja, und zwar am besten von einer Assad-, Merkel-, Kim Jong-Un-Koalition. Das ist eine sehr ungewöhnliche Koalition, Zini. Darüber macht man aber keine Witze. Ja, wer macht denn hier Witze? In dieser Sendung hat noch nie irgendjemand einen Witz gemacht. Ja, vielen Dank für das Kompliment. Na, das war kein Kompliment, du Larry. Das war Ironie. Verstehst du nicht, wa? Du fleischgewordenes Chromosomenchaos. Zini, nochmal ernst nachgefragt. Deutschland wird sich wahrscheinlich mit 1200 Soldaten am Einsatz in Syrien beteiligen. Viele Menschen machen sich jetzt Sorgen.
der kleine Janni will jetzt von seiner Mami im Darkroom abgeholt werden. Ich habe in Afghanistan schon gegen Islamisten gekämpft. Da hast du dich morgens noch gewundert, warum die Bettdecke nass ist, du spanniger Kopflocker. Sie haben in Afghanistan gekämpft, Zini? Ja, ich war 1985 im Kessel von Kadahar. In welchem Kessel waren Sie? Im Kessel von Kadahar. Oder meinen Sie nicht im Kessel von Kandahar? Ja, Kandahar, Kadahar. Halt mal die Fresse, du Fickfresse. Also, 1987, die Mujahedin-Jagd von Jalalabad. Ich hab gekämpft, Freundchen. Ich war im Krieg. Ich sag nur eins. Who put the Hachi in Jihad? Zini did. Moment. There is no Hachi in Jihad, Zini. Lassen Sie uns doch bitte ganz kurz nochmal zum diplomatischen Konflikt zurückkommen zwischen Russland und der Türkei. Nee, hab ich jetzt keinen Bock mehr drauf, du Fimosen-Johnny. Du, ich muss auch eh gleich weg. Im Pascha wird das Gleitgel kalt. Irgendwer muss ja die ganzen Hurensöhne machen, die da draußen rumlaufen. Sie machen die Hurensöhne? Ja, wer denn, wenn nicht Zini? Dich habe ich übrigens auch gemacht, Mösenmann. Und, kleiner Tipp zum Schluss, du androgyner Stefan in Raab, in peinlich und arm. Mach mal in deiner Sendung mehr Content für echte Männer. Vielleicht mal ein paar gute Vergewaltigungsgags. Auf jeden Fall mehr gegen Frauen. Nee, also ganz ehrlich, ich weiß nicht. Ja, ehrlich. Ja, denk mal drüber nach, Schmuseboy. So, vielen Dank für die sachliche Debatte. Finger weg vom Hip-Hop in Zukunft, DJ Böbe. Ich bin raus. Liebe Kinder, nicht vergessen. Von einem Schuss Heroin ist noch keiner süchtig geworden. Tschüss, liebe Dienstagsgucker, euer Zini. Vielen Dank, Igor Zinovich Wuselow, für die Einschätzung zur aktuellen Lage zwischen Russland und der Türkei. Unser heutiger Gast ist vor allem eines weiblich und sie ist wahnsinnig ausgeschlafen, denn sie ist hart trainiert. Sie ist der Star des ZDF-Morgenmagazins und das ist ihr Hund Emma, der schon eben kurz vorher rausgekommen ist. Jetzt kommt sie mit. Dunja Hayali und Emma Hayali. Hallo, ganz toll erzogener Hund. Wie ist das passiert? Warum ist der Hund da gerade hier vorher rausgelaufen? Die hat sich in dich schockverliebt, glaube ich. Wirklich? Ja. Oder ist das schon Altersdemenz? 11 Jahre alt, der Hund? Nee, aber ich habe ihr in den letzten Tagen immer Fotos von dir gezeigt und habe gesagt, was? Und irgendwie hat sie aber alles falsch verstanden und hat nur Liebe verstanden. Liebe, Liebe. Du weißt, ich bin schwer traumatisiert von Hunden. Das ist also meine nach außen getragene Abneigung gegen Hunde ist jetzt nicht gespielt, sondern ich wurde mal gebissen von einem Hund. Deswegen der verschissene Köter von Dunja Hayali. Habe ich mal gesagt, verschissener Köter, das war aber eher nur, um Aufmerksamkeit zu erregen. Das habe ich nach letzter Woche nicht mehr nötig, ehrlich. Absolut, Aufmerksamkeit genug für 3 Jahre. Ich wurde mal gebissen von einem, als ich ein Kind war. Ich kann nicht, was hier oben ist am Oberschenkel. Muss ich ein bisschen. Sei froh, dass es nur der Oberschenkel ist. Ist okay? Nee, du. Ich kann das ruhig zeigen, hier. Stimmt. Ich kann das hier. Das. Hier. Der malt nicht. Sonst würde ich dir da jetzt. Ja, ist ein Kreis drum. Weißt du, was damals im Krankenhaus in Bremen-Nord, der Arzt hat. Ich stand vor der Wahl, soll man es zunähen lassen mit 7 oder lässt man es so? Und da hat der Arzt gesagt: Ja, kann man so lassen, sieht man kaum. Und das ist quasi also ein riesen keksgroße Narbe von dem Schäferhund. Und das Letzte, was ich gehört habe, bevor der Hund mich quasi bewusstlos gebissen hat. Nein, der will nur spielen. Der will nur spielen. Und dann bin ich wieder aufgewacht und lag. Emma, kommst du mal hier hin? Emma. Jetzt habe ich die Hose auf. Vorsicht, nicht, dass der Hund riecht wie ich. Gib ein Leckerli oder so. Komm mal her. Gib mir mal eins, sonst wird das nicht. Du, ist dir das schon mal vorgekommen, dass dein Hund mal so unangenehm bei Fremden in Bereichen rumwühlt? Früher, als er noch jung und agil war, wo sich das nicht gehört. Das machen ja Hunde manchmal, ne? Wirklich? Ja, habe ich gehört. Und Menschen nie. Ich mag das auch. Meine Damen und Herren, wenn Sie nicht zu früher Stunde aufstehen und das ZDF schauen, dann werden Sie sich fragen, wer ist der Hund, dieser Hund und wer ist die Frau dazu? Das ist Dunja Hayali und dieser Film stellt sie Ihnen ein bisschen vor. Na endlich, Böhmermann. Ich dachte ja schon, wir laden gar keine Frauen mehr ein. Aber diesmal bin ich vorbereitet. So. Jetzt kann aber wirklich nichts mehr schiefgehen. Liebe Dunja, ich muss schon seit langer Zeit nur an dich. Was ist sie? Ernsthaft?
Dunya Hayali, die 1974 in Datteln geborene Tochter irakischer Eltern, war in ihrer Jugend Messdienerin und fand als Fußballerin und Judoketarin schließlich zur SpoHo Köln. Zunächst Sportmoderatöse bei der Deutschen Welle, dann orientierte sie sich beruflich und sexuell um und ging zu den ZDF-Heute-Nachrichten. Um ihre Tattoos zu verstecken, musste sie sich stärker verschleiern als Frauen im Nahen Osten. Migrationshintergrund, homosexuell und Mönchengladbach-Fan, eine Minderheit mehr, und sie könnte allein der ZDF-Fernsehrat sein. Dank ihres Bestsellerbuches Is Was Dog habe ich gelernt, Gassi zu gehen und nicht immer meinem Schwanz hinterherzulaufen. Danke fürs Apportieren, liebe Dunya Hayali. Sehr gut. Oder? Ja, finde ich super. Wird doch dem, nein, nicht dem Lebenswerk nicht gerecht, aber zumindest ein bisschen deinem Fernsehen. Du warst vor kurzem auf einer AfD-Demo. Am Montag habe ich dich gesehen bei Hart aber Fair, da wurdest du auch als Expertin für jemand, der weiß, wie es ist, Migrationshintergrund zu haben und mal mit AfD-Leuten gesprochen zu haben. Verrückt, oder? Eingeladen. Das war eine traumatische Erfahrung, oder? Was jetzt, die Hart aber Fair-Sendung? Kannst du dir auch so, ja, es gibt offensichtlich Leute, die nachvollziehen. Die's geguckt haben? Ja, die's, ja, also, ja, was war traumatischer, die AfD-Demo oder bei Frank Plasberg in der Nähe zu sein? Darf man hier die Aussage verweigern? Kann man machen, aber die Leute werden... Aber es war beides ein bisschen verrückt. Ja? Also die Hart aber Fair-Sendung, weil ich eigentlich gedacht habe, man könnte mal miteinander ins Gespräch kommen. Und das war nicht möglich, weil man keiner hat irgendjemanden ausreden lassen oder zugehört oder ist auf irgendwas eingegangen, sondern jeder hatte immer nur so, jetzt aber ich. Und ich habe auch die Wahrheit gepachtet. Und wenn du A sagst und ich sag B, dann kommen wir im Leben nicht zusammen. Wird man aufgeputscht vorher bei Frank Plasberg in der Sendung, dass man irgendwie vor, keine Ahnung, so Fliegerschokolade oder noch eine Spritze Kokain noch mal schnell, damit man so richtig gut drauf ist, damit man sich richtig fetzt? Ja, das gibt's alles. Bei euch gibt's ja nichts. Gar nichts. Gar ne? nichts. Du hast eben gefragt, habt ihr eigentlich eine Maske? Eine Maske. Habt ihr hier eigentlich, werdet ihr vorher geschminkt? Weil... Aber guck mal, ist das nicht nett? Ich wäre auch ohne gekommen. Ja, aber sehen wir so aus, als würden wir nicht geschminkt werden vor euch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du siehst einfach immer fantastisch. Du siehst auch immer fantastisch aus, du. Du warst auf einer AfD-Demo. Was hat dich dahin verschlagen? Die AfD und tatsächlich der Wille, mal zu verstehen, warum die Leute Sympathien für die AfD haben. Und das war schon interessant. Mal abgesehen von denen, die wirklich völlig faktenresistent und verblendet sind, gab es aber auch Menschen, die ernsthaft Sorgen und Ängste haben, die man, finde ich, auch teilen kann. Und wir wollten, und das war aber das Interessante daran, die Leute wirklich einfach ausreden lassen. Wir haben auch nicht wieder, oder ich in dem Fall, gar nicht widersprochen. Und nichtsdestotrotz kam hinterher natürlich wieder der Lieblingsbegriff Lügenpresse. Wir hätten uns das alles zurechtgeschnitten und zusammengestutzt. Das hat ja auch Frauke Petri behauptet. Mhm. Aber wir haben ja hinterher auch alles ins Netz gestellt und haben eigentlich bei dem kurzen Beitrag, und oh Wunder, so funktioniert Fernsehen, dass man nun mal auch kürzt, die Leute geschützt, die sich völlig daneben benommen haben. Und dann haben wir gesagt, naja, dann guckt euch doch alles an. Und das finde ich schon ganz eindrucksvoll, weil man ein bisschen was verstehen kann. Du hast mal fast die Gelegenheit gehabt, im ZDF auf langer Strecke in einer eigenen Talkshow solche Sachen mal zu besprechen, damit du es anders machst als Frank Plasberg. Donnerstalk lief letztes Jahr im Sommer. Nee, dieses Jahr im Sommer, vor wenigen Monaten. Jetzt geht das nächstes Jahr weiter? Ist das, oder ist das geplant, dass die Dunya Hayali Talkshow im ZDF groß eines Tages, oder... Wollen wir versuchen, die Mächtigen im ZDF von diesem Posten aus unter wir Druck zu setzen? Zusammen. Ja, wenn, also wir dann werden sie von diesem elfjährigen Hund geschächtet. Ein Hund? Ein Hund, wird ein Hund sie schächten. Nee, aber wir hätten einen super Vorschlag. Also ich würde sagen, ich mache irgendwann 22.15 und du machst einfach 23.15. Das ist sehr schön unter Einbeziehung der realistischen Möglichkeiten, die ich mit dieser Sendung habe, dass es nach dir läuft. Und zwar am besten noch danach, noch nach heute plus, heute minus, heute geteilt und heute mal. Noch zwei Wiederholungen von Magnum und dann noch so ein Puffer Werbung und dann morgens um 5. Warm-up fürs MoMA. Ein Cold für alle Fälle hast du noch vergessen. Ja, ich hab schon mal überlegt, wenn wir am Freitagabend noch weiter nach hinten geschoben werden, ja, und es ist ein Samstags-MoMA gäbe. Dann könnten wir das MoMA, dann könnten, ja, wärst du wirklich der Warm-up. Warm-up für euch. Was muss eigentlich passieren, damit sich jemand wie du, der jahrelang wirklich, also an der Front, an der Front im ZDF, im Schützengraben des Morgenmagazins steht, sich quasi, ich weiß es, beim Radio war es früher immer so, wir haben es die Arschlochschicht genannt, morgens früh aufzustehen und seine Frau zu stehen für den Zuschauer, zu so einer Zeit, da gehört viel Commitment dazu, wann der Sender dich endlich mal befreit ist, also macht es eigentlich wahnsinnig mürbe, so viele Jahre lang morgens immer aufzustehen und da gut gelaunt zu sein?
Und hier ist ein Silbermond und Silbermond mit so viel Sandmännchen in den Augen. Irgendwie Klimper, Klimper da in Berlin. Und dann diese. Wer kommt Vergiss die Tassen nicht. Die Tassen, die verlosen, die Morgenmagazin-Tassen. Wer kommt da eigentlich morgens und guckt sich das an? Das frage ich mich immer. Was sind das für Leute? Vielleicht auch Flüchtlinge? Bettflüchtlinge. Wer guckt sich das morgens da live in Berlin an? Wer geht da freiwillig um 5 Uhr hin? Eine Million Menschen. Nicht im Ernst. Also nicht im Café, aber so insgesamt. Nein, aber die Zuschauer. Müssen die bezahlt werden oder kommen die freiwillig? Die kommen wirklich freiwillig, aber es gibt ja bei uns Croissants. Also hier gibt es ja, ach hier. Was, wir haben Wasser. Wir können hier noch. Hund von Jan. Ja, was denn, William? Darf ich den Hund behalten? Aber als morgen? Nee. Wenn die so weitermachen, ist geht die immer mit. Apropos, wir wollen jetzt, liebe Hundefreunde, ist jetzt nicht so, Ihnen ist aufgefallen, wir haben einen Menschengast hier, wir haben aber auch einen tierischen Gast. Das ist total nett von dir, weil normalerweise funktioniert das so, wenn die Emma neben mir steht, stürzen alle auf den Hund und sagen dann immer, oh süß. Und dafür hasse ich Hunde viel zu viel. Also ganz ehrlich. Ich bin auch da. Emma soll aber trotzdem nicht zu kurz kommen. Liebe Hundefreunde, hier ist der Einspielfilm für Emma. Oh. Ja? Ja? Bist du eine Feine? Ja? Mach Sitz. Fein. Na, wo ist das Stöckchen? Wo ist das Stöckchen? Emma Hayali, die in Rottweil geworfene Grand-Hundedame des deutschen Fernsehens, gehört zur Familie der Golden Retriever, ist komplett entwurmt und stubenrein. Nach ihrem Abschluss an der Martin-Rütter-Hundeschule machte der quirlige Vierbeiner ein halbes Jahr lang Bark and Travel in Australien und brachte ein Backbuch für Hundekuchen raus. In ihrer Freizeit spielt die schönste TV-Hündin seit Lassie am liebsten mit ihrem Ball und jagt abwechselnd Katzen und ihren eigenen Schwanz. Ihre wahnsinnige Angst vor Staubsaugern und ihren Faible für teure Halsbänder und Frisuren hat sie bis heute nicht in den Griff bekommen. Nach einer kurzen Ehe mit Kommissar Rex zog sie in eine WG mit der TV-Moderatorin Dunja Hayali. Gemeinsam mit ihrem Frauchen schrieb sie den Bestseller Is Was Dog? Bleibt eine Frage. Who let the dogs out? Who, who, who? Macht Platz für Emma Hayali. Oder? Der erste Einspieler findet hier. Dunja, die wird oft vorgeworfen, dass du bei Facebook zu viel schreibst. Zu viel? Ja, dass du so kommentierst, dass du dich so engagierst. Also auch von festangestellten Mitarbeitern im ZDF. Die Dunja, die ist immer im Internet. Immer dieses Internet, ne? Diese neuen Medien. Packt dich manchmal auch dann das Engagement und du vergisst, dass du eine öffentliche Person bist? Ich würde manchmal gerne so zurückschreiben, wie du das. Habe ich das jetzt gesagt? Will ich gar nicht. Ich schreibe so, wie ich meine. Aber es wird ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen nervt es, wenn die Leute nicht genau zuhören und immer wieder den gleichen. Die platzt gleich. Immer wieder das Gleiche behaupten und du schreibst immer wieder das Gleiche zurück. Ja, du antwortest auch auf Leute, die Hasskommentare. Oh, ich glaube, der Hund hat da hingepinkelt oder was ist das? Ist das Sabber hier auf dem. Nee, auf dem. Nee. Auf dem. Nein, hier, der Hund. Emma hat hier Feuchtigkeit auf dem Sofa hinterlassen. Du antwortest auf Hasskommentare, auf Leute, die irgendwie Kritik anmelden. Antwortest du und schreibst dann zurück und bist dann quasi auch über die Sendung hinaus ein ZDF-Star zum Anfassen, quasi. Star? Ja, gut, du bist schon ein ZDF-Star. Mensch. Ich hab letztens beim Arzt gesessen und habe ich die Bunte aufgeschlagen, da auch Dunja Hayali. Jetzt lügst du. Lügenpresse. Doch, wirklich, nein, wirklich. Du warst wohl. Irgendwie in irgendeinem Kleid, hat man dann eine Tätowierung dann gesehen. Dann warst du vor 3 Jahren beim Arzt. Ja, oder der Lesezirkel wurde länger nicht mehr ausgetauscht, kann auch sein. Nee, aber das kommt vor, dass du dann auch auf diesen. Am Anfang dachte ich, das macht irgendwie auch Sinn. Und es ist, du kriegst auch echt viel Unterstützung und tolle Geschichten und so. Aber dann gibt es eben so 10 Leute, die meinen, die müssten dir dauernd den Tag versauen. Und das wird so ein bisschen anstrengend. Wenn William so weitermacht, kriegt er bald eine Show auf Vox mit Martin Rütter zusammen. Aber dann siehst du die beiden. Ja. Wie sieht das bei dir aus in der Kommunikation mit dem Hund? Redest du mit Emma viel, wenn ihr alleine seid? Also ist das. Ich quatsch die tot. Wirklich, ne? Ja. Wie machen wir das jetzt? Sollen wir das machen? Hättest du gerne das? Wollen wir rausgehen? Ach nee, es regnet. Ich denke immer, Gott sei Dank habe ich den Hund, sonst würde ich wahrscheinlich die ganzen Gespräche mit mir selbst führen. Nächste Woche ist wieder MoMA. Hast du Dienst nächste Woche? Oh, und ich bin so ein Morgenmuffel. Das ist. Augen auf bei der Berufswahl. Augen auf bei der Berufswahl.
Wirklich, schlecht. Wenn du wüsstest, wie schlecht gelaunt ich jeden Morgen bin. Mit so einem Presslufthammer den Schlaf aus den Augen meißeln. Und dann, wenn ich aus der Haustür rausgehe, sehe ich, wie der Hund ins Bett hüpft und ich denke, das ist doch eine scheiß Rolle. Und du hast erzählt, ihr habt nur 5 Minuten Maskenzeit beim ZDF MoMA morgens. Nee, wir hätten theoretisch schon ein bisschen mehr. Aber wenn man um 3 kommt morgens. Sag das doch nicht so. Gunja, schön, dass... andere Ideen. Das war's schon? Ja, also wir haben jetzt schon überzogen. Können wir nicht überziehen? Du bist doch Thomas Gottschalk eigentlich. Komm. Der Letzte, der überziehen... Nein, der Letzte, der überziehen kann, bin ich. Nächste Woche ist Tom Vlaschia zu Gast. Der Faceless Man, ein Diener des Many-Faced God von Game of Thrones. Nächste Woche hier. Wir wissen nicht, in welcher Erscheinung er nächste Woche auf der ersten Schauspieler. Soll ich nicht einfach nochmal wiederkommen? Du kannst gerne wiederkommen. Du kannst auch gerne bis nächste Woche warten. Vor allem hast du deine Frauenquote gleich mit einem Besuch so dermaßen Hunde, nach oben Frauen auf. Und Migranten. Alles auf einen. Yes! Aber macht dir keine Hoffnung. Nee. Ich stehe auf Männer, Frauen und Hunde. Oh, das lassen wir einfach mal so stehen. Das war doch ein super. Weird, super weird, weird. Viele Leute im Saarland. Endlich sagt's mal einer, endlich sagt's mal einer. Tom Vlaschia nächste Woche zu Gast. Dunja Hayali, nächsten Montag wieder im ZDF MoMA. Schön, dass du da warst. Danke. Denn immer nur die freie Radikale, Hashtag die 1 aus Mainz. Bis nächste Woche. Ciao. Gegendarstellung. In der Sendung Neo Magazin Royal vom 19. März 2015 behauptete der Moderator Jan Joko Böhmermann, dass der Stinkefinger des griechischen Finanzministers Yannis Varoufakis eine Fälschung von ihm und seiner beschissenen Digitalsparten-Satire-Show sei. Dazu wurde die ARD-Talksendung Günther Jauch, deren Moderator ich bin, herabgewürdigt, lächerlich gemacht und dem Gespött der Öffentlichkeit preisgegeben. Ferner äußerte sich der Moderator und dummdreiste Hurensohn Jan Böhmermann in dem Einspieler Varoufake wie folgt. Günther Jauch fährt in einem Jahr so viel Kohle ein wie das Finanzamt Athen. Hierzu stelle ich Günther Jauch fest, ich fahre in einem Geschäftsjahr wesentlich mehr Kohle ein als das Finanzamt Athen. Allein die Einnahmen aus dem Verkauf meines tollen Weines und die Gewinnausschüttungen meiner Fernsehproduktionsfirma I&U entsprechen dem jährlichen Bruttoinlandsprodukt einer mittelgroßen Industrienation wie zum Beispiel Holland, Dänemark oder Österreich. Ferner stelle ich fest, der Stinkefinger des griechischen Finanzministers Yannis Varoufakis wurde nicht von dem Arschloch Jan Böhmermann gefälscht. Mein Team und ich haben lediglich der Einschaltquote zuliebe ein geiles Internetvideo, dessen Herkunft wir nicht überprüft haben, aus dem Zusammenhang gerissen und einfach mal so just for fun in Deutschlands wichtigster Politik-Talkshow rausgehauen. Ist doch nicht so schlimm. Abschließend stelle ich fest, dass der Hip-Hop-Zerstörer Jan Böhmermann ein verarschficktes Kackbratzen-Pimmelgesicht ist, das nicht nur zu Recht lebenslanges Mannheim-Verbot hat, sondern sich auch keine Hoffnung machen muss, jemals als Rategast beim Promi-Special von Wer wird Millionär eingeladen zu werden. Jan Böhmermann ist eine dumme, dumme, dumme Scheißsau. Ich hasse sie. Ihn. Bis zum Mond. Und zurück. Potsdam, den 3. Dezember 2015, Günther Jauch. Das waren am 19. Februar in der Neo-Magazin Royal-Sendung zu sehen. Das ist das Selfie deines Lebens. Sehe ich das richtig? Lordi und zwei echte Einhörner. Für die lustige Aktion, die in der Sendung nur wenige Sekunden dauert, wurde das Fell der Alpakas mit bunter Farbe angemalt. Inzwischen haben mich Informationen erreicht, dass sie daraufhin von ihrer Herde verstoßen wurden und seitdem im Abseits stehen. Wir treffen Frau Gäbel zum Gespräch. Die Empörungen über die Ereignisse sind ihr noch klar anzusehen. Die waren ja bei allen gemeinsamen Aktivitäten immer mittendrin und jetzt durften sie nicht mal mehr mit der Herde zusammen essen. Keiner wollte mehr mit ihnen spielen. Wir haben die beiden das selber aufgenommen?
Schlecht, sehr schlecht. Vor allem Bingo hat sehr hart getroffen. Bingo ist der Jüngere der beiden. Bisher soll er noch mit niemandem über den Vorfall gesprochen haben. Ich habe das Gespräch mit ihm gesucht. Herr Bingo, könnten Sie vielleicht uns noch mal kurz erzählen, wie Sie diesen Fernsehauftritt erlebt haben? Doch er schweigt weiterhin. Auch bei Bongo sitzt der Schock tief. Er möchte nicht erkannt werden. Aber was er uns dann über den unmenschlichen, grausamen Umgang seiner ehemaligen Herdenfreunde mit ihm und Bingo berichtet, lässt uns den Atem gefrieren. Zurück in der Redaktion versuche ich herauszufinden, was dran ist an den schweren Vorwürfen von Bongo. Ich finde interessante Informationen bei meiner Recherche. Das Alpaka ist eine domestizierte Kamelform, die sich durch ihren langen, dünnen Hals, ihr flauschiges Fell und einen erbarmungslosen Rassismus auszeichnet. Rassismus. Ob das die Redaktion gewusst hat? Oder ist vielleicht Jan Böhmermann selbst Rassist und hat die Alpakas ganz bewusst diskriminieren lassen, um seine konservativen Fantasien ausleben zu können? Herr Böhmermann, ist Ihnen bewusst, dass wegen Ihrer Sendung zwei Alpakas verstoßen wurden in ihr Vereinsamen? Ihnen wird standesgemäße Überheblichkeit vorgeworfen. Herr Böhmermann, uns liegen Informationen vor, dass Sie in vollem Bewusstsein die Tiere missbrauchen. Wir haben eine Sackgasse erreicht. Doch eine Frage bleibt. War es das alles wert? Wir haben uns dazu entschieden, Annemarie zu kontaktieren. Sie war es, die damals das Selfie gemacht hat. Also an Alpakas kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber Lordi waren da, die waren super. Hast du das Bild denn noch? Klar, das habe ich mir eingerahmt und aufgehängt. Ich habe sogar noch ein Autogramm von Lordi bekommen. Warte, ich schick's euch eben mal rüber. So endet also die wahre Geschichte von Bingo und Bongo, begraben unter einem Autogramm von Lordi und einem Bilderrahmen. Hier ist unsere Reise also zu Ende. Für 2 Sekunden Ruhm wurde den Alpakas alles genommen. Wir haben einen Blick geworfen auf die Müllhalde der Unterhaltungsindustrie. Das Lachen der Masse wird mit den Tränen der Schwachen erkauft. Wir versuchen den Opfern eine Stimme zu geben. Neo Magazin Royal. Verbrannte Erde. Das war ein super ironischer Gag-Beitrag. Vielen Dank, Florentin. Hast du die Ereignisse der letzten Tage ein bisschen aufgearbeitet? Ich habe wirklich sehr gelacht. Ein lustiger. Weiß eigentlich nicht, was es da zu lachen gibt. Das sind ernste Vorwürfe, die ich gegen Sie erhebe, Jan Böhmermann. Ja, vielleicht gehst du einfach mal nach hinten und Wäschekarikaturen in der ganzen Stadt aufgehängt werden. In einem sind sich die Teilnehmer der Konferenz aber jetzt schon sicher: Wenn wir die Ziele der CO2-Reduktion weltweit erreichen wollen, dann brauchen wir unbedingt ganz schnell diese Software von VW. Hey Dende, Sonntag ist Nikolaus. Ja. Wie feierst du? Wie immer, privat, mit ihm selbst. Dendemann und die Freie Radikale. Advent, Advent, Adventure-Zeit. Das Menschen der Menschlichkeit. Ach, hör doch auf. Sobald die erste Kerze glimmt, komm ich schon in Stimmung, also let the fairs begin. Ja, diesen Sonntag kommt der Sankt zu dem Nikolaus, vielleicht sogar mit Schnee, Gott sei Dank, sieht so aus. Reist von Ort zu Ort, nur fürs Dabeisein und ist der fleißige Dog vom Schornstein bis zur Skyline. Sieht nach dem End zu dem Ika, zu dem Iso aus. Natürlich, natürlich, sicher, klar, unser Nikolaus. Er hat Fame, unbestritten, sicher, yeah. Auch wenn sich der geile Schlitten nicht rentiert, ja. Heute ist alles cool, ich meine, ich rap ja drüber. Doch ich hatte riesen Schiss als kleine Steppke früher. Ich mein Respekt von einem Heiligen. Allein von Style wegen muss ich eine Info beilegen. Denn der Bischof aus Myra im 4. Jahrhundert, der hatte einen Sidekick, der verwirrt und verwundert. Ja, ein Stiefellecker, so ein Routenplaner. Macht auf Hagen Gangster und tut und Nama. Der Knecht Ruprecht hatte nie ein cooles Karma. Nur ein weiteres Trauma aus den guten Jahren, ja. Also fraß ich ein paar Stutenkerle und sang stille Nacht, nicht gut, nur gut und gerne. Genau wie heute, meist ein wenig schief. Verlassen von allen guten Geistern, die ich rief, ja. Zum Nikolaus wünsch ich mir alles, was ich krieg. Es muss kein Bacon sein, doch ich will bestimmt kein Beef. Dendemann und die Freie Radikale, Hashtag der Woche, die 1 aus Mainz. Das ZDF muss auf ihrer Fernbedienung auf Programmplatz 1. Und ZDF Neo auch. Das Neo-Magazin Royal, herzlich willkommen an diesem wunderschönen Donnerstag oder Freitag, wann auch immer Sie uns sehen. Und es war, ich sag das ganz ehrlich, eine turbulente Woche für uns, die letzte Woche. Ich musste mir, ja, viele Vorwürfe gefallen lassen. Viele Leute haben meine Kunst interpretiert, auseinandergenommen. Und es gibt einen Mitarbeiter bei uns im Team, eigentlich der Einzige, der journalistisch so fachkundig ist, um diese ganze Thematik mal aufzuarbeiten. Den bitte ich jetzt, einfach so ein bisschen um Wunden zu lecken und so ein bisschen auch den Binnenpluralismus, den wir hier im Neo-Magazin Royal groß schreiben, nach außen zu kehren, auf die Bühne. Florentin Will. Florentin, was auch immer.
Es ist letzte Woche viel passiert. Ich habe hier, ich sag mal so, Leute ins Satire-Game reingelassen, die normalerweise besser in ihrem Game geblieben sind, wären. Und es gab einige Kritik. Wie ist die Arbeiten? Den bitte ich jetzt einfach so ein bisschen um Wunden zu lecken und so ein bisschen auch den Binnenpluralismus, den wir hier im Neo-Magazin Royal groß schreiben, nach außen zu kehren. Auf die Bühne. Florentin Will. Florentin, was auch immer. Florentin Will, es ist letzte Woche viel passiert. Ich habe hier, ich sag mal so, Leute ins Satire-Game reingelassen, die normalerweise besser in ihrem Game geblieben sind, wären. Und es gab einige Kritik. Wie ist die Stimmung da draußen? Du hast recherchiert. Die Stimmung ist sehr schlecht. Es freut mich, dass Sie hier noch Ihren Spaß haben können in dieser Sendung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist in dieser Sendung das Lachen vergangen. Warum? Was in dieser Woche vorgefallen ist, darf so nicht weitergehen. Was Sie hier jede Woche an Ihren kleinen Witzchen hier raushauen, die für mich nichts anderes sind als billig verpackter Rassismus, Sexismus, überhebliche Arroganz, das kann so nicht weitergehen. Ich habe mich jetzt zusammengetan, Markus Steiger steht hinter mir, ich habe mit ihm eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Und ich habe diese Woche mal etwas recherchiert, was hier so hinter dem... Ganz kurz, also das heißt, Sie werfen mir jetzt nach Ihrer Recherche vor, Alltagsrassismus, Sexismus... Absolut. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Was ist denn das schlimmste Ding, was Sie jetzt... Also Sie meinen, dass die Dinge, die ich jetzt hier so locker aus dem Ärmel schüttel, dass die Leute daheim traumatisieren, dass da Leute Schaden nehmen? Ja, Herr Böhmermann, das ist Ihnen doch völlig bewusst, dass Sie hier von oben herab die Schwachen unterdrücken, Ein Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel, wo was passiert ist. Herr Böhmermann, ich glaube, Sie wissen ganz genau, wovon ich rede. Nee, ich habe absolut keine Ahnung. Sie wissen, worum es geht? Nein, ich weiß, wen sollen wir denn hier ernsthaft verletzt haben? Es geht um Alpakas. Um Alpakas? Ganz recht. Alpakas? Ja, hatten wir jemals Alpakas in der Sendung? Ja. Das Neo-Magazin Royal. Auf den ersten Blick eine kleine, vergnügliche Spartensendung, die über alles und jeden ihre Witzchen macht. Doch ist die Loser-Sendung mit dem blassen, dünnen Jungen wirklich so harmlos, wie sie sich gibt? Oder ist Jan Böhmermann, wie es ihm seine Kritiker vorwerfen, eine arme Wurst, der die Schwachen unterdrückt und sich dabei in seiner bildungsbürgerlichen Arroganz nur so suhlt? Ich, Florentin W., begebe mich auf die Suche nach Antworten. Erste Hinweise finde ich in einer Neo-Magazin-Sendung aus dem Februar 2015. Ich befinde mich gerade auf dem Weg nach Gummelsbach zu der Alpaka-Farm von Katrin Gäbel. Denn zwei von ihren Alpakas waren am 19. Februar in der Neo-Magazin Royal-Sendung zu sehen. Das ist das Selfie deines Lebens! Sehe ich das richtig? Lordi und zwei echte Einhörner. Für die lustige Aktion, die in der Sendung nur wenige Sekunden dauert, wurde das Fell der Alpakas mit bunter Farbe angemalt. Inzwischen haben mich Informationen erreicht, dass sie daraufhin von ihrer Herde verstoßen wurden und seitdem im Abseits stehen. Wir treffen Frau Gäbel zum Gespräch. Platt machen. Beide Länder. Beide Länder platt machen? Ja, und zwar am besten von einer Assad-Merkel-Kim Jong-un-Koalition. Das ist eine sehr ungewöhnliche Koalition, Zini. Darüber macht man aber keine Witze. Ja, wer macht denn hier Witze? In dieser Sendung hat noch nie irgendjemand einen Witz gemacht. Ja, vielen Dank für das Kompliment. Na, das war kein Kompliment, du Larry. Das war Ironie. Verstehst du nicht, wahr? Du fleischgewordenes Chromosomenchaos. Zini, nochmal ernst nachgefragt. Deutschland wird sich wahrscheinlich mit 1200 Soldaten am Einsatz in Syrien beteiligen. Viele Menschen machen sich jetzt Sorgen. Der kleine Janni will jetzt von seiner Mami im Darkroom abgeholt werden. Ich habe in Afghanistan schon gegen Islamisten gekämpft. Da hast du dich morgens noch gewundert, warum die Bettdecke nass ist, du spaddeliger Kopflocker. Sie haben in Afghanistan gekämpft, Zini? Ja, ich war 1985 im Kessel von Kadahar. In welchem Kessel waren Sie? Im Kessel von Kadahar. Oder meinen Sie nicht im Kessel von Kandahar? Ja, Kandahar, Kadahar. Halt mal die Fresse, du Fickfresse. Also, 1987, die Mujahedin-Jagd von Jalalabad. Ich hab gekämpft, Freundchen. Ich war im Krieg. Ich sag nur eins. Who put the Hachi in Jihad? Zini did. Moment. There is no Hachi in Jihad, Zini. Lassen Sie uns doch bitte ganz kurz nochmal zum diplomatischen Konflikt zurückkommen zwischen Russland und der Türkei. Nee, hab ich jetzt keinen Bock mehr drauf, du Fimosen-Johnny. Du, ich muss auch eh gleich weg. Im Pascha wird das Gleitgel kalt. Irgendwer muss ja die ganzen Hurensöhne machen, die da draußen rumlaufen. Sie machen die Hurensöhne? Ja, wer denn, wenn nicht Zini? Dich habe ich übrigens auch gemacht, Mösenmann. Und, kleiner Tipp zum Schluss, du androgyner Stefan in Raab, in peinlich und arm. Mach mal in deiner Sendung mehr Content für echte
Männer. Vielleicht mal ein paar gute Vergewaltigungsgags. Auf jeden Fall mehr gegen Frauen. Nee, also ganz ehrlich, ich weiß nicht. Ja, ja, denk mal drüber nach, Schmuseboy. So, vielen Dank für die sachliche Debatte. Finger weg vom Hip-Hop in Zukunft, DJ Böbö. Ich bin raus. Liebe Kinder, nicht vergessen, von einem Schuss Heroin ist noch keiner süchtig geworden. Tschüss, liebe Dienstagsgucker, euer Zini. Vielen Dank, Igor Zinovich Wuselow, für die Einschätzung zur aktuellen Lage zwischen Russland und der Türkei. Unser heutiger Gast ist vor allem eines weiblich und sie ist wahnsinnig ausgeschlafen, denn sie ist hart trainiert. Sie ist der Star des ZDF-Morgenmagazins und das ist ihr Hund Emma, der schon eben kurz vorher rausgekommen ist. Jetzt kommt sie mit. Dunja Hayali und Emma Hayali. Hallo, ganz toll erzogener Hund. Dunja Schwieger nächste Woche zu Gast. Dunja Hayali nächsten Montag wieder im ZDF MoMA. Schön, dass du da warst. Sende mal nur die freie Radikale, Hashtag die Eins aus Mainz. Bis nächste Woche, ciao. Gegendarstellung. In der Sendung Neo Magazin Royal vom 19. März 2015 behauptete der Moderator Jan Joko Böhmermann, dass der Stinkefinger des griechischen Finanzministers Yannis Varoufakis eine Fälschung von ihm und seiner beschissenen Digitalsparten-Satire-Show sei. Dazu wurde die ARD-Talksendung Günther Jauch, deren Moderator ich bin, herabgewürdigt, lächerlich gemacht und dem Gespött der Öffentlichkeit preisgegeben. Ferner äußerte sich der Moderator und dummdreiste Hurensohn Jan Böhmermann in dem Einspieler Varoufake wie folgt. Günther Jauch fährt in einem Jahr so viel Kohle ein wie das Finanzamt Athen. Hierzu stelle ich Günther Jauch fest, ich fahre in einem Geschäftsjahr wesentlich mehr Kohle ein als das Finanzamt Athen. Allein die Einnahmen aus dem Verkauf meines tollen Weines und die Gewinnausschüttungen meiner Fernsehproduktionsfirma I&U entsprechen dem jährlichen Bruttoinlandsprodukt einer mittelgroßen Industrienation wie zum Beispiel Holland, Dänemark oder Österreich. Ferner stelle ich fest, der Stinkefinger des griechischen Finanzministers Yannis Varoufakis wurde nicht von dem Arschloch Jan Böhmermann gefälscht. Mein Team und ich haben lediglich der Einschaltquote zuliebe ein geiles Internetvideo, dessen Herkunft wir nicht überprüft haben, aus dem Zusammenhang gerissen und einfach mal so just for fun in Deutschlands wichtigster Politik-Talkshow rausgehauen. Ist doch nicht so schlimm. Abschließend stelle ich fest, dass der Hip-Hop-Zerstörer Jan Böhmermann ein verarschficktes Kackbratzen-Pimmelgesicht ist, das nicht nur zu Recht lebenslanges Mannheim-Verbot hat, sondern sich auch keine Hoffnung machen muss, jemals als Rategast beim Promi-Special von Wer wird Millionär eingeladen zu werden. Jan Böhmermann ist eine dumme, dumme, dumme Scheißsau. Ich hasse sie. Ihn. Bis zum Mond. Und zurück. Potsdam, den 3. Dezember 2015, Günther Jauch. Magazin Dunja Hayali ist hier. Aber halt. Aber halt. Zügeln Sie Ihre Begeisterung, denn mit Dunja Hayali ist hier Emma Hayali, Ihr Hund, hier. Nur in Ihrem ZDF, ZDF, das zweite deutsche Fernsehen, der erste öffentlich-rechtliche Sender seit 50 Jahren, der es in dieser Woche wahrscheinlich geschafft hat, in die Top 10 der deutschen Singlecharts zu gehen. Wir sind Teil der Programminitiative. Das ZDF muss auf Programmplatz 1 auf der Fernbedienung. Hashtag der Woche entsprechend, die 1 aus Mainz, die 1 aus Mainz. Hashtag der Woche, wenn Sie über diese Sendung twittern wollen, die 1 aus Mainz, meine Güte.
Oh ja, was war bei Ihnen los in der Woche? Bei mir war es relativ entspannt. Haben sich eigentlich Jürgen Habermas und der Bundespräsident schon zu Ich habe Polizei geäußert? Weißt du das irgendwie? Nein, aber du hast Mannheim-Verbot. Ich hab Mannheim-Verbot? Von wem habe ich denn Mannheim-Verbot? Keine Ahnung. Wahrscheinlich die Hurensöhne Mannheims. Mannheim-Verbot? Ja, ist doch so. Ich hab ein Mannheim-Verbot. Ich müsste mal Xavier Naidoo fragen, ob das Verbot jetzt nur für Mannheim gilt oder auch fürs restliche Deutsche Reich. Aber ganz im Ernst, Mannheim-Verbot, William, das ist ein bisschen so, als würde Cindy aus Marzahn einem sagen, dass man nicht mit ihr schlafen darf, oder? Und es ist wirklich hart, es ist wirklich bitter für Mannheim. Mannheim-Verbot ist, weil in Mannheim hat man wirklich tolle, also man kann tolle Sachen in Mannheim machen. Zum Beispiel mit dem, im ICE. Durchfahren. And that's pretty much it, eigentlich. Mannheim, ja, Mannheim-Verbot, ehrlich gesagt, kratzt niemanden. Ne? Wer hätte das gedacht, oder? Ich! Captain Obvious! Und hätten Sie gewusst, dass am Sonntag Nikolaus ist? Nein! Hätte ich nicht gewusst? Hätte ich gar nicht gewusst, am Sonntag ist Nikolaus? Hätte ich gar nicht. Am Sonntag ist Nikolaus und zweiter Advent. What the fuck? Feiertags-Overkill. Zwei Feiertage an einem Tag. Das gibt's. Viele Ostdeutsche sind ganz verwirrt. Soll ich jetzt am Sonntag was anzünden oder jemand mit der Rute verprügeln? Weder noch. Der Nikolaus steckt Schokolade in den Stiefel. Und anzünden tut man am zweiten Advent nur die zweite Kerze. Danke, Captain Obvious. Meine Damen und Herren, es gibt ausnahmsweise mal schlechte Nachrichten zum Thema syrische Flüchtlinge. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Ist wirklich passiert. Schweden hat bei der Registrierung der Flüchtlinge ein paar Fehler gemacht und aus Versehen 14.000 Flüchtlinge verloren. Schweden hat 14.000 Flüchtlinge verloren. Damit dürfte jetzt wohl endlich geklärt sein, woraus Köttbullar gemacht sind. Und Zini aus der Sendung Spaß am Dienstag in der ARD. Ich begrüße Sie, Herr Zini. Das wäre Dani, du zwangsgebührenfinanzierter Transgender-Fürst. Wie bitte, Zini? Hast du noch Intendanten-Ejakulat im Ohr, du Truthahn? Ich sag dir eins vorweg, Zini ist 100% Team Hafti. Pass auf, was du machst, du Keck, sonst kriegst du einen Stich. Ich krieg einen Stich? Genau, du Keck. Die Community ist auf 180. Steiger und Falk müssen wegen dir ihre Doktorarbeit neu schreiben. Raus mit dir aus der Rap-Szene, du Hundesohn. Ernst gemeinter Rat. Sonst knackt Weihnachten der Nussknacker deinen Mongo-Kopf. Zini, ganz kurz, ich möchte heute eigentlich mit Ihnen über die aktuelle brandgefährliche Situation zwischen Ankara und... Ja, mach mal deinen Blowjob-Hole zu, du Klabusterbär. So wie ich das sehe, haben Erdogan und Putin jeweils zwei Tankwagen Testosteron in den Eiern. Und beide hassen Opposition, Pressefreiheit und Schwule. Zwei richtig geile Typen also. Warum sollten die sich streiten, du Gymnasiasten Mario Barth? Zini, Russland hat vor ein paar Tagen Sanktionen gegen die Türkei verhängt. Bla bla bla, Sanktionen. Willst du mich verarschen, du Lügenpresse, Prügelfresse? Meinst du, weil du in deiner Spießersendung einmal das Wort Politik gehustet hast, kennst du dich jetzt aus oder was? Na, es gibt ja keinen Grund, jetzt ausfallen zu werden. Ganz im Ernst, kommen Sie mal zum Punkt, bitte. Meine Meinung willst du wissen? Ja, bitte. Putin und Erdogan gehören mal zu einer gediegenen Popo-Polonaise eingeladen. Platt machen. Beide Länder platt machen? Ja, und zwar am besten von einer Assad-, Merkel-, Kim Jong-un-Koalition. Das ist eine sehr ungewöhnliche Koalition, Zini. Darüber macht man aber keine Witze. Ja, wer macht denn hier Witze? In dieser Sendung hat noch nie irgendjemand einen Witz gemacht. Ja, vielen Dank für das Kompliment. Ja, das war kein Kompliment, du Larry. Das war Ironie. Verstehst du nicht, wa? Du fleischgewordenes Chromosomenchaos. Zini, nochmal ernst nachgefragt. Deutschland wird sich wahrscheinlich mit 1200 Soldaten am Einsatz in Syrien beteiligen. Viele Menschen machen sich jetzt Sorgen. Der kleine Janni will jetzt von seiner Mami im Darkroom abgeholt werden. Ich habe in Afghanistan schon gegen Islamisten gekämpft. Da hast du dich morgens noch gewundert, warum die Bettdecke nass ist, du spaddeliger Kopflocker. Sie haben in Afghanistan gekämpft, Zini? Ja, ich war 1985 im Kessel von Kadahar. In welchem Kessel waren Sie? Im Kessel von Kadahar. Oder meinen Sie nicht im Kessel von Kandahar? Ja, Kandahar, Kadahar. Halt mal die Fresse, du Fickfresse. Also, 1987, die Mujahedin-Jagd von Jalalabad. Ich hab gekämpft, Freundchen. Ich war im Krieg. Ich sag nur eins. Who put the Hachi in Jihad? Zini did. Moment.
There is no Hachi in Chiat. There is no Hachi in Chiat, Zini. Lassen Sie uns doch bitte ganz kurz nochmal zum diplomatischen Konflikt zurückkommen zwischen Russland und der Türkei. Nee, hab ich jetzt keinen Bock mehr drauf, du Fimosen, Johnny. Du, ich muss auch eh gleich weg. Im Pascha wird das Gleitgel kalt. Irgendwer muss ja die ganzen Hurensöhne machen, die da draußen rumlaufen. Moment mal. Sie machen Huren? Sie machen die Hurensöhne? Ja, wer denn, wenn nicht Zini? Dich hab ich... Verbrannte Erde. Das war ein super ironischer Gag-Beitrag. Vielen Dank, Florentin. Hast du die Ereignisse der letzten Tage ein bisschen aufgeregt? Das war, ich habe wirklich sehr gelacht. Ein lustiger. Weiß eigentlich nicht, was es da zu lachen gibt. Das sind ernste Vorwürfe, die ich gegen Sie erhebe, Jan Böhmann. Ja, vielleicht gehst du einfach mal nach hinten und wäsche mal ein bisschen den Mund mit Seife aus, mein Lieber, ja? Verzieh dich, komm. Verpatz dich. Hau ab, du! Hey, hey, hey! Zisch ab. Meine Damen und Herren, im Fernsehgeschäft ist es wichtig, sympathisch rüberzukommen. Ganz kurz. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Heute Morgen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in der FAZ, wahnsinnig toll, eine super, einfach weil es unsere Sendung so ein kleines bisschen mitbetrifft, gab es eine super tolle Anzeige, die so ein bisschen zu unserer Sendung passt. Ich möchte sie Ihnen nicht... Ganz kurz, der Hund von Dunja Hayali läuft hier schon rüber. Was ist... So ein feiner, ja, so ein komm, feiner Kleiner. Komm her, Kleiner. Warum ist denn der Hund von Dunja Hayali jetzt schon im Studio? Ja, ist denn ganz ein Lieber? Ist denn ganz ein Lieber, der Hund von... Checkt er jetzt hin, ob er auf Sprengstoff verlegt ist oder was ist? Sonst setz dich doch, Emma, setz dich doch hier vorne auf die Bank auf. Komm mal her, Emma. Emma, ja, komm mal her. Ja, komm mal hierher. Komm mal hierher, setz dich schon mal hier hin. Einmal hier drauf. Brav. Mach mal Sitz. Sitz. Super. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich nicht vom Hund irritieren. Ich möchte ganz kurz zeigen, was heute Morgen in der Zeitung war. Eine tolle Anzeige. Hier, schauen Sie mal. Ich finde es schön, Günther Jauch hatte seine letzte Sendung, dass Menschen Solidarität bekunden mit dem größten Fernsehmoderator aller Zeiten. Es gibt auch eine Liste von Unterstützern. Finde ich super. Alles Gute für den weiteren beruflichen Weg. Und wir müssen ganz kurz noch mal eben, können wir den Hund bitte mal kurz einschläfern hier vorne? Weil wir müssen eben, also jetzt eher so, keine Sorge, also... Es gibt nur eine Sache, die man im Fernsehen weniger machen darf, als sich lustig machen über Hip-Hop. Lustig machen über Tickfehlerei ist ganz... William, geh mal nach hinten und zeig, wo der Frosch die Locken hat. Meine Damen und Herren, wir müssen ganz kurz ein kleines bisschen ernster werden. Der Konflikt in Syrien scheint immer näher zu rücken, ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ich hoffe, Sie können das verkraften, intellektuell. Der Konflikt rückt immer näher, nicht nur mit den Flüchtlingen, die nach Europa kommen. Letzte Woche hat das NATO-Land Türkei einen russischen Kampfjet an der türkisch-syrischen Grenze abgeschossen. Die türkischen Streitkräfte sagten gleich danach, sie hätten nicht gewusst, dass es ein russischer Flieger gewesen sei. Und die Piloten hätten auch gewarnt worden, 10-mal, bevor sie geschossen hätten. Putin war natürlich not amused, wie man auf Russisch sagt, und hat sich gleich mit einem Tiger und nacktem Oberkörper fotografieren lassen, um den Türken Angst zu machen. Nee, hat er nicht, aber es ist natürlich ein Dolchstoß für Russland, sagt Wladimir Putin. Zu diesem Thema haben wir einen Russland-Experten heute hier ins Neo-Magazin Royal eingeladen, einen ehemaligen ARD-Unterhaltungsstar. Lage zwischen Russland und der Türkei. Unser heutiger Gast ist vor allem eines weiblich und sie ist wahnsinnig ausgeschlafen, denn sie ist hart trainiert. Sie ist der Star des ZDF-Morgenmagazins und das ist ihr Hund Emma, der schon eben kurz vorher rausgekommen ist. Jetzt kommt sie mit, Dunja Hayali und Emma Hayali. Hallo, ganz toll erzogener Hund. Wie ist das passiert? Warum ist der Hund da gerade hier vorher rausgelaufen? Die hat sich in dich Schock verliebt, glaube ich. Wirklich? Ja. Oder ist das schon Altersdemenz? 11 Jahre alt, der Hund? Nee, aber ich habe ihr in den letzten Tagen immer Fotos von dir gezeigt und habe gesagt, was? Was? Und nein. Irgendwie hat sie aber alles falsch verstanden und hat nur Liebe verstanden. Liebe, Liebe. Du weißt, ich bin schwer traumatisiert von Hunden. Das ist also meine nach außen getragene Abneigung gegen Hunde ist jetzt nicht gespielt, sondern ich wurde mal gebissen von einem Hund. Deswegen der verschissene Köter von Dunja Hayali. Habe ich mal gesagt, verschissener Köter, das war aber eher nur, um Aufmerksamkeit zu erregen. Das habe ich nach letzter Woche nicht mehr nötig, ehrlich. Absolut, Aufmerksamkeit genug für 3 Jahre. Ich wurde mal gebissen von einem, als ein Kind war. Ich kann gar nicht, was hier oben ist am Oberschenkel, muss ich ein bisschen... Sei froh, dass es nur der Oberschenkel ist. Ist okay? Nee,
Ich kann das ruhig zeigen, hier. Ich kann das hier. Hier. Der malt nicht. Sonst würde ich dir da jetzt... Ja, ist ein Kreis drum. Weißt du was, damals im Krankenhaus in Bremen-Nord, der Arzt hat, ich stand vor der Wahl, soll man es zunähen lassen mit 7 oder lässt man es so? Und da hat der Arzt gesagt, ja, kann man so lassen, sieht man kaum. Und das ist quasi also ein riesen keksgroße Narbe von dem Schäferhund. Und das Letzte, was ich gehört habe, bevor der Hund mich quasi bewusstlos gebissen hat... Nein, der will nur... Spielen? Der will nur... Und dann bin ich wieder aufgewacht und lag... Emma, kommst du mal hier hin? Emma. Jetzt habe ich die Hose auf, Vorsicht, nicht, dass der Hund riecht wie ich. Gib ein Leckerli oder so. Komm mal her. Gib mir mal eins, sonst wird das nicht. Du, ist dir das schon mal vorgekommen, dass dein Hund mal so unangenehm bei Fremden in Bereichen rumwühlt? Früher, als er noch jung und agil war, wo sich das nicht gehört, das machen ja Hunde manchmal, ne? Wirklich? Ja, habe ich gehört. Und Menschen nie. Ich mag das auch. Meine Damen und Herren, wenn Sie nicht zu früher Stunde aufstehen und das ZDF schauen, dann werden Sie sich fragen, wer ist der Hund? Dieser Hund. Und wer ist die Frau dazu? Das ist Dunja Hayali und dieser Film stellt sie Ihnen ein bisschen vor. Na, endlich, Böhmermann. Ich dachte ja schon, wir laden gar keine Frauen mehr ein. Aber diesmal bin ich vorbereitet.